Hallo, hier ist Jörg Fuhrmann mal wieder mit einem kurzen Video. Ich bin hier im Freiraum-Institut neben dem Bild vom Demeter-Tempel im Kontext der Eleusinischen Mysterien. Ich habe aktuell wieder ein Buch in der Reihe, also ein Buchbeitrag in der Reihe der Ganzheitsmedizin geschrieben vom Institut für Ganzheitsmedizin in München. Da habe ich ja im letzten Jahr bereits einen Buchbeitrag geschrieben zum Rauschgott Dionysos und den Implikationen für die moderne Therapie. Und jetzt gerade ist der vierte Band erschienen, auch wieder schönes Hardcover. Auch wieder vom Institut für Ganzheitsmedizin in München herausgebracht mit zahlreichen Artikeln. Und da ist ein Artikel dabei von mir zum Thema Eleusis, beziehungsweise also der Kultstätte Eleusis und den dortigen Mysterien. Wer damit nichts anfangen kann, dem sei gesagt, dass die Mysterien von Eleusis waren oder galten in der Antike als mit die wichtigsten Initiationsstätten und Mysterienstätten, einfach die es gegeben hat im antiken Griechenland und in dieser Zeit dieses Kulturkreises. Aber viele bezeichneten es auch als generell die wichtigste Kulturstätte, Kultstätte dieses Zeitfensters überhaupt. So sagte Tassilo von Schäffer zum Beispiel, die Eleusinien gehören zu dem Edelsten und Höchsten, das der Geist der Antike hervorgebracht hat. Die Welt hat nicht viele Stätten aufzuweisen, von denen ungezählte Jahre hindurch ein gleicher Segen und eine so hohe Vergeistigung ausgeströmt sind wie von Eleusis. Eleusis ist dann ja von den christlichen Heeren zerstört worden, wie die allermeisten anderen Kultstätten auch, und wurde letztendlich dann aufgegeben. Die Frage, die man sich heute natürlich stellt, ist, weil von den Ruinen, da ist nicht mehr ganz so viel zu sehen, also die Frage ist, was ist da eigentlich genau passiert? Was wurde da gemacht? Und da gibt es also verschiedene Aussagen von verschiedenen Zeitzeugen, die darüber in Andeutung in der Regel gesprochen haben, weil es stand unter Todesstrafe, den Inhalt genau zu schildern oder zu berichten. Und das Spannende ist einfach zu schauen, also was wir da für eine Kultur vor uns haben. Die Griechen waren ja mit im Sinne der Initiationssprache mit allen Wassern gewaschen, also die hatten nun mal sehr viele Zugänge noch zu diesen transpersonalen Räumen, denen waren ekstatische Zustände nicht fremd, weil das auch kulturell einfach immer wieder auch zelebriert und gelebt worden ist. Die hatten nach wie vor den Zugang auch zu dieser Erdspiritualität, auch wenn es schon eine patriarchal geprägte Kultur war. So, und die Frage ist einfach, was ist da genau passiert? Es gibt da verschiedene Aussagen von Teilnehmern, die auf Dinge hindeuten, die weit außerhalb dessen liegen müssen, von dem, was wir uns heute häufig vorstellen oder dort hineininterpretieren. Beispielsweise von Cicero, nichts steht höher als diese Mysterien. Sie haben uns nicht nur den Grund gegeben, dass wir in Freude leben, sondern auch dazu, dass wir mit besserer Hoffnung sterben. Oder Aristoteles, die Mysten lernen nichts, sie erfahren nur eine tiefe Erschütterung. Oder Aristides, Eleusis ist ein der ganzen Erde gemeinsames Heiligtum und von allen göttlichen Dingen, die es unter den Menschen gibt, ist es das Ehrfurchtserbietendste und das Leuchtendste. Pindar schrieb ebenfalls, der Eingeweihte erkennt in Eleusis Anfang und Ende des Lebens, jenen unsagbaren Gegenstand, den der Mensch bei den Mysterien im eigenen Inneren findet. Glücklich, wer, nachdem er jenes gesehen hat, unter die hohle Erde geht.
Erweis des Lebens Vollendung und des Lebens gottgegebenen Anfang. Wer keinen Teil daran gehabt hat, bleibt ein Toter in dumpfer Finsternis. Platon, der Zweck der Mysterien ist es, die Seele dort wieder hinaufzuziehen, woher sie hinabgefallen ist. Plutarch, die erste Reinigung und Verstörung habe man im Bund mit seliger Hoffnung auf etwas Süßes und Strahlendes auszuhalten. Clemens von Alexandrien. Und dann folgten die großen Mysterien, in denen nichts mehr übrig bleibt, was man über das Universum lernen kann, als nur das Kontemplieren und Begreifen der Natur und der Dinge. Oder Sophokles. Dreimal selig sind die unter den Sterblichen, die dieses geschaut haben, bevor sie zum Hades gehen. Nur für sie allein ist dort Leben. Für die anderen aber ist es dort schlimm. Oder Sokrates. Ich kam heraus aus dem Telestrion, befremdet über mich selbst. Also diese Beispiele, die ich jetzt hier aus dem Artikel zitiert habe, die machen, glaube ich, sehr deutlich, dass das eine sehr, sehr existenzielle Angelegenheit gewesen sein muss, die nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem profanen Ereignis, schon gar nicht bei den antiken Griechen, und dass es sich nicht um einen klassischen Bierzeltrausch oder irgendwas handeln kann, sondern da muss was ganz anderes passiert sein, was wirklich sehr, sehr in die Tiefe geführt hat und zu einer Erschütterung des eigenen Wesens geführt hat, zu einer Schau des Numinosen, um das mit Rudolf Otto zu sagen. Und das waren jetzt ja nur einige der vielen Tausenden von Teilnehmern, wo Stanislav Grof mich schon 2007 damals darauf hingewiesen hat, dass es eine Who-is-who-Liste ist der Teilnehmer der griechischen oder auch antiken Geistesgrößen, weil es waren ja auch Römer da und andere Kulturkreise. Das war ja nicht exklusiv. Und es war auch nicht irgendwie exklusiv, weder nur für die Griechen, noch war es exklusiv für eine bestimmte Kaste oder Kultur, für einen bestimmten Stand, einen aristokratischen, sondern es war im Grunde für alle offen. Und das ist schon auch sehr, sehr interessant. Die Kultur jener Zeit hat dort etwas geboten, was wir einfach verloren haben, denke ich, in unserer heutigen Welt. Sie haben also auch vermutlich das weitergeführt, was wir in traditionellen Kulturen auch nach wie vor vorfinden, und haben das eben halt im Rahmen einer höher stehenden Kultur, höher entwickelten Kultur eben dann zelebriert und institutionalisiert. Ja, gut, also ich wollte einfach mal einen kleinen Einblick geben in das Thema, und wenn du da jetzt ein bisschen Interesse dran bekommen hast, wünsche ich dir viel Spaß, vielleicht beim Lesen und beim dich mit dem Thema mal verbinden. Von mir gibt es dieses Jahr noch einen Workshop zum Thema Dionysus im September, wo es eben um ekstatische Prozesse auch geht. Im nächsten Jahr ist ein Workshop geplant zu dem Buchartikel, der im nächsten Jahr kommt. Der handelt von dem Heilgott Asklepios. Ja, dafür gibt es nächstes Jahr auch ein Seminar dann am Benediktushof. Und es wird eine umfangreichere Fortbildung geben mit transpersonaler Prozessarbeit, höchstwahrscheinlich am IHK im kommenden Jahr. Genau, wenn dich das interessiert, kannst du da ja mal meinen Kanal abonnieren oder meine Seite, dich in den Newsletter eintragen und auf dem Laufenden bleiben. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Stein am Rhein vom Freiraum-Institut, Jörg Fuhrmann. Tschüss und viel Spaß beim Lesen. Ciao.